Rolling Loud. Wir wollen, also Planung. Nächsten März ist Rolling Loud. Vom 3. bis zum 5. März Rolling Loud in L.A. Ich freue mich sehr, auf ein Festival zu gehen, außerhalb Europas sogar, weil ich da einfach hingehen kann, in die Crowd, wie ein ganz normaler Mensch. Ich bin mal gespannt, wie so das Erlebnis ist, wenn man so einfach so dahin geht. Dabei sind Playboi Carti, Colin Black Tiger, Trippie Redd, The Baby, Fabio, Nardo Wick, Ken Carson, The Saloni, Rich the Kid. Ja, erster Tag ist okay. Playboi Carti, Trippie Redd, hol ich mir einen runter drauf. Zweiter Tag, Travis Scott, Lil Baby, Don Toliver, Chief Keef, Digga, Rohat, oh mein Gott. Wenn Rohat nicht kommt, der Penis. Lil Uzi, Future, Tory Lanez, Polo G, Ski Mask, Lil Tecca, Sandra C, Kyle Roy. Cool. So, dann 3. bis 5. Das heißt, wir müssen am 2. rüberfliegen. Wegen Zeitverschiebung kommen wir dann am 2. tagsüber an. Am 3. bis 5. sind die Auftritte. Und dann haben wir 6. Jetzt ist die Frage, wann wir zurückfliegen. Wir fliegen erst später zurück. Weil ich schon wieder... Ihr merkt, ich bin der Organisator. Ich habe sowas alles auf dem Schirm, was man machen kann, was wir unternehmen können. Weil ich ein guter Planer bin. Am 8.3. spielt Lakers gegen Grizzlies. Ja Morant. In Lakers. Also in L.A. Deswegen würde ich bis zum 8.3. bleiben wollen. Und am 9.3. wieder nach Hause fahren. Und am 12.3. ist Spiel gegen Grunewald. So passt das alles aus. Was wir brauchen. Ich habe noch nichts. Wir brauchen einmal ein Airbnb. Wir gucken mal kurz, wie die Preise sind. Airbnb. Ich zeige natürlich nicht, was ich am Ende buche oder so. Aber einfach mal ein bisschen stöbern. Dann muss ich Flüge gucken ein bisschen. Das Ding ist, ich könnte schon buchen. Aber ich weiß nicht, ob Rohat kommt, der Wichser. Am liebsten würde ich Rohat, Kalle, Ikenna. Ikenna und Kalle haben schon so gut wie zugesagt. Rohat weiß nicht wegen seinem Submarathon. Ich ruf ihn an. Der weiß es nicht. Der ist dumm. Der ist bekifft. Yo, 2 Gramm, 20 Euro, Mann. Ah, ich bin's, Sydney. Achso, yo, was geht ab, Mann? Rede mit mir. Rolling Loud. Ich werde jung. Nicht? Ja, dann sag doch nein einfach. Wenn du nicht kannst, wenn du nicht willst. Digga, ich muss, weißt du, wie schwer diese Kacke ist zu planen, Digga? Ein Submarathon? Was? Bei dem letzten Submarathon bist du einfach live gegangen, Junge. Junge, das, ja, aber jeder Schwanz auf verfickt nochmal Twitch hat einen Hartz-IV-Submarathon daraus gemacht, Digga. Jeder Schwanz ist Prinz und 7 mit Submarathon live. Wenn ich das nochmal so mache, ist doch langweilig. Ich hab mir jetzt extra, um das zu planen, habe ich so eine Wohnung extra gebucht. Also machst du keinen Senat nach, so wie jeder andere. Ja. Das, Digga, ich habe schon vor 4 Monaten ja, gesagt. Ja, vor ihm, ja. Ja, okay, ja, ich mach ihn nach. Ja, auf jeden Fall, wann hast du es denn geplant? Auch, das ist eine sehr gute Frage, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin live, ne? Also, das weißt du, oder? Ja. Ich hatte ein bisschen Stress, sehr viel Stress. Ich habe so eigentlich geplant Ende Februar. Eigentlich? Ja, wenn du es 2 Wochen später machst, dann kannst du, da ist Chief Keef und so in L.A., ne? Das weißt du. Ja, das ist auch so mein Punkt, wo ich sage, okay. Ja, aber ich brauche Call. Ich will buchen. Ja, ich guck mich heute Abend mit Ranger mal um und ruf jetzt meinen Manager an. Okay, tamam. Ich geb dir zu morgen. Ja, gut. Mittagabend Bescheid. Okay, gut. Digga, wäre ich ehrlich, würde einfach 2 Wochen später machen, dann kann ich nach L.A. und dann L.A. und danach 3 Tage arbeiten. Bab. Also Rod sagt mir bis morgen Bescheid, meinte er. Wie es aussieht. Also, ich guck mal. Wir brauchen Karten für Grizzlies gegen Lakers. Wir brauchen Karten im Optimalfall immer 4. Für Rolling Loud Cali. Für Rolling Loud Cali brauchen wir Karten. 4 Stück. Weil ich will immer zu 4 reisen. Warum, habe ich schon erklärt. Damit nicht, wenn man zu dritt ist, einer muss pissen, dann geht er pissen. Und dann ist er alleine, wenn er nicht zurückfindet zum Beispiel. Oder 2 gehen pissen und der eine ist dann da alleine. Auch blöd. Deswegen will immer zu 4. Wird zwar teurer, aber passt. Yeah, hier. On sale now, limited tickets left. Buy tickets. So. Und weil ich sowieso wissen will, wie eine Dings ist. Amerikanische Crowd ist und sowas. Ich glaube, das ist komplett anders. Jeder wird da bekifft sein und sowas. Bei dem scheiß Konzert. Digga, da ist Weed legal. Die werden alle beim Konzert da rumkiffen und so, anstatt zu ragen, oder? So. Dann die Tickets. 850 kosten die VIP. Ja, ich würde die hier kaufen, einfach weil es an den 400 Euro auch nicht schadet.
nicht scheitern soll. 850 kosten die Tickets. Dafür hast du 3 Tage lang Spaß. Bob. So, dann muss man nicht bei Getränken anstehen und sowas. 150 Service-Fee, ihr ist halt Taui für eine Karte. Ist ja insgesamt 4K. Perfekt. Ich, Digga, jetzt merke ich schon wieder, was da für ein Preis auf mich zukommt. Dann kommen Lakers-Tickets. Digga, kann sein, dass da zweimal Dings eine Club-Werbung und NordVPN reingeknallt wird. Und Genshin Impact und Raid Shadow Legends. Am Ende mache ich sowieso wieder nichts. Wir nehmen es mit. Kali Kenner. Und dann, wenn Rod mitkommt, dann habe ich noch einen, der selber zahlt. Sonst würde ich noch so Marlon Bilo oder sowas ändern. Lakers. Einfach mal. Mann, die Tickets sind ja auch teuer as fuck. Aber ich muss Jar sehen. Ja, wir sind 110. Was denn? 110, 370. Ne, wir brauchen 4 Tickets. Das gibt's nicht mehr. Guck mal, man zahlt für ein Basketballspiel so viel wie 3 Tage Festival zum Beispiel. Deswegen kann man sich ja easy VIP gönnen. Flügis? Das werden wieder Banger-Vlogs. Ja. So, Berlin, LA. Oh, das ist sogar schon richtig. Okay. Ja. Meiner, ja, sorry. Ich glaube 3,2k oder so. Insgesamt 10 bis 13k. Viel mehr. Die Unterkunft kommt ja noch. Kalle, ich kenne Rort, sehr guter Squad. Das ist mein Main Squad. Das ist mein Main Squad für Verreisen. Das ist immer richtig gechillt. Ich bin zwar der Organisator. Ikenna denkt, er kennt sich immer aus da mit seinen Reiseführern, aber er bringt nichts. Er ist kein. Du bringst keine Calls, Ikenna. Bring doch mal einen guten Strand oder so in Bahamas mit deinem scheiß Reiseführer. Nichts hat er gebracht. Junge, will doch immer organisieren. Du kannst aber nicht. Habe ich dir heute. Ikenna schickt mir heute. Er schickt mir heute. Wollen wir nur in LA bleiben? Oder auch noch woanders hin? Und dann meinte ich, ja, wir haben aber nur 3 Tage oder so. Nach dem Festival, dann würden wir schon gehen. Und wir bleiben ja auch nur bis zum 9. wegen dem Memphis-Spiel. Und schickt mir so die ganzen NBA-Spiele, die noch sind. Er sagt so, ja, in New York ist Brooklyn gegen Milwaukee. Da ist Boston gegen Knicks und so. Wäre eigentlich ein guter Call. Aber die Spiele sind alle auswärts gewesen. Das heißt, die waren in Milwaukee und in Boston. Sonst wäre es ein guter Plan gewesen, aber die waren alle falsch. Ich hoffe, ich hätte mich darauf verlassen. Dann sind wir da. Jetzt stehen wir vor Madison Square Garden. Wir fragen, wann spielt wo sind die Boston-Fans? Auf einmal sagen die das Dings, die sind in Boston. Sein zweiter Call war, dass wir nach Sacramento gehen. Hä? Digga, was sollen wir in Sacramento? Das ist auch in Kalifornien und es ist einfach so 4 Stunden weg. Und ich will nicht nach Sacramento. Was soll ich da? Da meinte ich so, lieber denn nach San Francisco oder nach Las Vegas oder so. Aber was sollen wir denn? Guck mal hier. Los Angeles ist hier. Sacramento. Wie weit ist es weg? Also ich weiß, dass man von Los Angeles nach San Francisco 7 Stunden fährt mit einem Auto, theoretisch. Und nach Sacramento fährt man auch 7, 8 Stunden oder so. Los. Las Vegas ist auch mies lang weg. Nein. Las Vegas ist mit Auto 1,5 Stunden. Oder 2. Okay, also der Preis bleibt so. 3,2k. Bars. Und dazu noch. So, jetzt gehen wir davon aus. Wir gehen davon aus, dass Rod nicht kommt. Heißt Marlon oder Bilo. Digga, was ist denn das? Wie cool. Digga, also die Preise, ich kenne, was ist das denn? 450 für hin und zurück? Wie geht das? Naja, auf jeden Fall ist es todesbillig, anscheinend. Passt. Zack, zack, zack. Wir sind jetzt so bei 3, 7, mein Flug 3, ja, sorry. 10, 11, 12, 13k ungefähr. Und jetzt kommt noch Airbnb. Los Angeles? Nee, ich bezahle das gerne für meine Freunde. Vor allem, weil, erstens, weil ich will, dass sie es auch erleben. Zweitens, macht mir Spaß, wenn ich mit denen zusammen erlebe. Und drittens, erleichtern sie mir so den Aufenthalt dort. Und allgemein, so zum Beispiel Kalle Kameramann. Und es ist ja auch Content, so wenn Kalle Ikenna und sowas zu. Ich finde sie sind lustig. Und anstatt dann zu dritt zu gehen, will ich lieber noch einen vierten. Das ermöglichen, dahin zu kommen, weil das einfach ein geiles Erlebnis ist und so. Und halt zu viert ist cooler. So, Unterkunft in LA, jetzt bin ich aber gespannt. Eine Woche, 7 Tage. Zeig mir mal was. Digga, wo ist überhaupt Rolling Loud? Wo soll denn das sein hier? Hollywood Park Grounds to SoFi Stadium. Okay. Post-SoFi Stadium. Ja, es ist wirklich dort. Lol. Okay, wir chillen sonst immer hier oben. Wir haben immer hier gewohnt. Beide Male, so. Nee, letztes Mal haben wir hier gewohnt. Okay. Ich suche aber nichts da unten, weil da unten gibt es, glaube ich, nichts Cooles. Obwohl, außer wir gehen mal Venice. Hier wohnt auch Elena. Vielleicht können wir bei Elena einziehen. Aber hier sind nur Wohnungen. Eine chillige Wohnung, so.
Das wäre zum Beispiel 580, 600 € mal 7, 4,2k. Wenn wir ins Hotel gehen, jetzt zeige ich euch wieder, warum Airbnb cooler ist. Oh nö. Ja, guckt euch das an. Ja, yeah. Da hast du gute Locations, zahlst du auch 5 bis 8k für zwei Zimmer, Digga. Das ist geisteskrank. Und deswegen, für diese 5k, wo wir ein scheiß Zimmer haben im Hotel, zwei kleine Zimmer mit, wo nur ein Bett drin ist und ein Badezimmer, yeah, nothing special, nimmt man sich lieber so eine eigene Wohnung, wo man Leute reinnehmen kann, wie man will, falls nach dem Wollen laut irgendwas ist, so mäßig. Man kann dann drin machen, was man will, kann laut sein. Oder man, ich glaube, wir kriegen sogar was Cooleres hin. Warte, ich gehe mal ein bisschen hoch. Hier ist es cool. Hier ist es cool. Das zum Beispiel. Guck mal, wie krass. So eine geile Wohnung kostet 4,7k. Das ist einfach billiger. Mit aufs Sofa schlafen. Ne, aber sowas ist viel geiler, als das Hotel zu haben. Guck mal, was man hier für eine geile Wohnung hat. Für den Preis. Wisst ihr, was ich meine? Und man kann chillen, wie man will. Also da auch nochmal, ich spare mal so, ich plane mal so 6k ein. Heißt, wir wären so bei, Digga, das sind schon wieder 18, 19k. Ohne Sinn. Plus die ganzen Drinks dort. Oh mein Gott. Beim Festival. Die Drinks werden überteuert sein. Und jetzt werde ich Kalle, wir machen da so viel weg. Falls ihr Club geht. Ich glaube, wir haben da keinen Bock mehr nach Club. Das ist genug feiern. Ja, so 20k oder so. Sagen wir, rechnen mit 25k, bin ehrlich. Drinks, Digga, ja. Essen und sowas, ja, okay. Sagen wir jetzt, bis zu 25.000 wird es kosten. Digga, was ist das für eine Summe? Was können wir in L.A. noch machen? Ich war noch nicht im Disneyland. Hier ist irgendwo auch ein Disneyland. Da können wir diesmal hin. Wo ist das? Das muss eigentlich auch irgendwo hier sein. Leute, das Hollywood Sign ist direkt dort. L.A. Zoo, weiß ich nicht. Ich will in dieses Disneyland, weil da ist auch Dings. Cars! Disneyland hier in Anaheim. Ach stimmt, das ist ja im Süden. Disneyland. Das ist hier südlich von L.A. Da würde ich hingehen. Diesmal. Cool. Disneyland. Wie heißt das Chat? Rated the Spring Racers. Yeah. Hier. Und jetzt jam ich dahin. Wo ist mein Männchen? Oh. Guck mal. Diese Berge und so. Ach so, das ist die Bahn. Hier ist Carsland. Guck mal. Da will ich sein. Flo's Café. Was ist das überhaupt? Luigi's Reifenladen. Stanley. Da hinten das Cone Hotel. Da will ich langlaufen. Da, Life is the Highway. Life is the Highway. Cone Motel. Zack. Dann ist hier gleich Bully sein Laden. Und Sarge sein Laden. Doc Hudson seine Garage war da, glaube ich. Digga, wie viele Leute sind denn da? Ist ja crazy. Hier ist Sarge sein Stuff, you know what I'm saying? Da ist Bully seine Hütte. Ist hier nicht auch Hook? Ja, hier ist Hook. Sieht aus wie Cars, ehrlich? Findest du? Digga, und dann ist halt auch so die Landschaft dort ist halt auch mäßig wie in Cars. Warte mal. Hier ist doch einmal Lightning weggefahren vom Polizisten mit ohne Tank. Als er da hingekommen ist. Ach, man kann da nicht langlaufen? Mann. Oh, ja, aber das meine ich. Hier, so diese Steine. Guck mal, dieser Stein! Wie cool! CEO da Timo, danke schön für den Sub. Im 9. Monat, Kuss. Geil. Ich wäre, glaube ich, so glücklich. Die Autobahn sieht. Die Achterbahn sieht so wack aus, aber ich glaube, das ist geil. Können aber alles aus Cars, natürlich. Boah, oh mein Gott, Chat, was würde ich mir hier alles kaufen? Habe ich. Digga, da hinten steht ein Cars-Auto und ferngesteuertes. Dort, oben. Der Shop wird leer gekauft. Junge, wie cool. Kuscheltier. Ich habe Cars Bettwäsche, Chat. Ich habe eine Babyflasche von Cars. Ich habe eine Umhängetasche von Cars. Ich habe ein T-Shirt von Cars. Ich habe. Was habe ich noch? Eine Uhr von Cars. Digga. Da gibt es, glaube ich, so viele Sachen, was ich mir holen würde. Eigentlich holt man sich nicht in Souvenirshops. Dinoco, oh mein Gott, ist eigentlich auch cool. Wo ist das genau? In L.A. Da wollte ich unbedingt eigentlich mal hin. Das kann man machen. Wir sind halt 3. bis 5. sind wir dort auf dem Festival. 6. kann man sowas machen. 7. kann man irgendwas machen. Und am 8. ist Game. Dann haben wir wieder richtig
Also jeder Tag, Digga, erster Tag Vlog ist Anreise, zweiter Tag Vlog Festival mit Playboi Carti Konzert, zweiter Tag Vlog Festival mit Travis Scott Konzert, dritter Tag Vlog ist, ne, vierter Vlog ist dritter Tag Rolling Loud mit Future und Co. oder Uzi, bla bla. Fünfter Tag Vlog Disneyland, sechster Tag Vlog, am siebten ist, keine Ahnung, wann es jetzt ist. Dann ist der sechste oder siebte Vlog, keine Ahnung, ist dann NBA, also wir chillen am Tag und dann NBA-Vlog. Memphis gegen Lakers. Und dann würde ich schon am 8. fliegen eigentlich, wenn es so ist. Was gibt's denn noch? Kann man noch irgendwas machen? Dann könnte man noch einen Tag länger bleiben, mäßig. Wenn wir irgendwas Cooles haben, was mir einfällt. Zum Beispiel, das ist wieder ein Call von mir. Wir gehen da jetzt hin, weil ich es auf dem Schirm habe. Ich kenne, hast du was auf dem Schirm, was wir machen können? Deswegen bin ich Organisator. Ich überlege mir was. Sowas wie, hey Kalle. Kalle, ich will Radiator Spring gehen nächsten Monat. Also wenn wir in LA sind. Hier unten, guck mal, was mir jetzt wieder einfällt. College Party. Hier, Digga, Kalle würde irgendwie richtig auf so eine College Party passen. Und dann geben die ihm so einen Trichter und der trinkt daraus so eine Bier. Volle, Digga. Irgendwie passt das voll bei Kalle. Die ziehen so sein T-Shirt aus und dann ist er da so alles über seinen Kopf und so. Das kann ich mir richtig vorstellen. Was hier noch ist, hier südlich, hier ist irgendwo das LA Galaxy. Die Facility von denen. Vielleicht kann ich diesmal klären, dass wir da hingehen können. Digga, jedes Mal bis jetzt, ich frage immer Klinsmann, also den Sohn von Klinsmann, Jonathan, der ist Torwart bei LA Galaxy. Ich frage ihn immer, aber irgendwie kotzt sich dazu. Weil es immer so weit weg ist. Will zu Rami the Icon. Was ist das? Universal Studios waren wir schon letztes Mal. Oh my gosh, your Germans are so crazy. Yeah, that's Kalle. Hey yo, this is my cameraman. What are you doing with him? He's getting lit. Yeah, look at Kalle. Kalle, Kalle, Kalle. Wie gut war das gerade? Yeah, yeah, yeah.